Moni Keks und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment, heute mit einer weiteren Funko Pop Review. Aber weil eine Review ein bisschen langweilig ist, vor allem wenn man einen Charakter schon mal gesehen haben könnte, mache ich heute ein Battle of the Pops. Nein, ihr seid hier nicht bei RTL. Nein, das Niveau hier ist etwas höher. Aber es geht heute um den Boba Fett Prototype Version. Was soll ich dazu sagen? Wenn ihr Boba Fett besitzen solltet oder ihn schon mal gesehen habt, überrascht euch dieser Boba Fett nicht wirklich, weil es ist Boba Fett. Hat sich das der Herr von Funko, die Designer von Funko, die Firma Funko etwas leicht gemacht, einfach die normale Funko-Figur genommen und weiß gelassen. Im Prinzip jedenfalls. Der einzige Unterschied, den erzähle ich euch gleich oder erkläre ich euch gleich anhand der Verpackung und der Figur im Detail. Es gibt wirklich Unterschiede zwischen den Figuren und auch der Verpackung vor allem, aber dazu gleich mehr. Ich habe mich dazu entschieden, ein Battle zu machen, weil damit ihr das auch besser seht. Was ich euch noch sagen kann, so spontan, ist, dass bei dem normalen Boba Fett auf der Rückseite StarWars.com draufsteht und auf der Prototype steht das nicht mehr drauf, beziehungsweise mittig. Hier steht zusätzlich noch Disney mit drauf. Das ist bei dem normalen Boba Fett nicht so. Deswegen ist der auch wertvoller. Nein, Quatsch. Aber wir gucken uns jetzt einfach mal direkt beide im Battle im Detail an. Hier seht ihr jetzt mal die Packung im Vergleich. Was auffällt ist natürlich, das ist die amerikanische Variante oder die normale Variante, weil ihr nur einmal hier Vinyl Bobblehead drunter stehen habt. Hier ist die europäische, in Anführungsstrichen, Version, weil Vinyl Bobblehead, Vinyl Bobble, La Tête und Bobblehead de Vinyl. Dreisprachig. Was natürlich auch ins Auge fällt, sind zwei Sachen. A, der Kopf oder die Abbildung vom Boba Fett Prototype ist größer oder höher als die normale Boba Fett Abbildung. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. Ist halt sehr viel einnehmender als, ne, ihr habt hier mehr Platz für das Weiße von der Packung zu betrachten als dort. Und natürlich der Underground Toys Exclusive Aufkleber. Warum ist der da? Ganz einfach. Der ist da, weil Underground Toys die Exklusivrechte für Pop-Vertriebe in Deutschland hat. Und diese Figur eben über Underground Toys vertrieben wird. Deswegen ist der Sticker da. Wenn ihr weitere Erklärungen haben wollt, warum Sticker überhaupt da sind und was das bringen soll, guckt da mal hier an die Seite. Ja, da verlinke ich euch jetzt mal den Silent Mike. Das ist nämlich der Fachmann in Sachen Funko Pop und Zubehör. Guckt mal rein, weil euch das interessiert. Ich verlinke euch das Video direkt. Sehr interessant auf jeden Fall mal zu wissen. Der Unterschied ist halt immer noch die Größe der Abbildung. Ihr seht einfach hier Boba Fett Prototype 0808. Der Helm hört ziemlich genau unter dem Augen Part auf. Hier geht er noch weiter. Hier sieht ihr noch die Wangen. Deswegen ist er auch etwas höher. Auf der Rückseite sind die Figuren meiner Ansicht nach auch unterschiedlich. Allerdings ist diesmal der normale Boba Fett etwas größer dargestellt als der weiße Boba Fett. Und die Figuren, die abgebildet sind, sind auch komplett anders und weniger natürlich. Ansonsten kennt ihr die Verpackung, ist ein Standard. Nur eben diese kleinen Unterschiede sind recht auffällig. So, jetzt habt ihr mal Boba Fett Prototype versus Boba Fett Original. Was auffällt, oder was jetzt bei diesem Bild auffällt, ist, dass der Helm von Boba Fett Prototype tiefer hängt. Das liegt aber nur daran, weil er etwas tiefer auf der Feder, die innen drin gelagert ist, sitzt. Er wackelt auch nicht so toll wie hier der normale Boba Fett. Ihr seht hier, er hat irgendwie eine Hinderung, da müsste ich ein bisschen mal an der Feder rumdüdeln. Aber ansonsten ist das 1:1 die gleiche Figur, nur eben anders bemalt. Klar, Prototyp-farbenmäßig. Der Boba Fett hier auf der linken Seite, der richtige Boba Fett, hat natürlich auch mehr Details. Ihr seht hier von den ganzen Striche und verschiedene Bemalungen. Das hat der andere Boba Fett gar nicht. Da hat sich Funkos leicht gemacht und gesagt, nee, diesen Prototyp, der ist weiß, da lassen wir alles weg. Da machen wir nur das Visor schwarz. Der Rest ist einfach nur da. Das Einzige, was seht ihr hier, ist das Silberne an der Seite. Ansonsten ist da nichts passiert am Helm. Gar nichts. Komplett weiß gelassen. Bei der Rüstung haben sie es auch sehr leicht gemacht, zweifarbig. Das Jetpack hat gar keine Nuancen, also da ist gar nichts dabei, alles nur komplett weiß. Was die Figur aber nicht hässlicher macht. Das sind also die kleinen und feinen Unterschiede der beiden Boba Fetts. Was sagt ihr denn zu der Figur? Sagt ihr jetzt, hey Wahnsinn, ja, der hat echt schon so ein bisschen was vom Prototypen und finde ich auch sehr geil. Den muss ich mir unbedingt auch besorgen. Oder sagt ihr, hey, ich habe schon einen Boba Fett, da brauche ich keinen zweiten. Vor allem, weil der sehr ähnlich ist oder fast gleich. Anmalen kann ich den auch selber. Man könnte ja auch sagen, das ist Do-It-Yourself Boba Fett. Weil 1:1 ein bisschen mit dem Edding. Aber
Das finde ich auch mal interessant. Mach das doch mal, ein Customized Boba Fett. Oder sagt ihr auch, der Aufkleber, wieso? Braucht man nicht. Ihr wisst ganz genau, wenn ihr Fragen zu den Aufklebern habt, schaut bei Silent Mike vorbei. Ihr seht auf der Endcard noch eine Verlinkung zu ihm. Ansonsten eure Meinung in die Kommentare. Däumchen wäre auch ein Träumchen. Wenn ihr kein Abo habt, wäre es natürlich auch super geil für mich. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski, ihr Kekse und stay nerdy.